Okay, der Severin ist schon bereit. Ich natürlich nicht. Sowas von bereit. Der Marcel muss noch rumtüfteln. Genau. Aber jetzt geht's gleich los. Gut. So, ich bin auf einer ungewohnten Matte hier heute, ne? Ja. Hallo zusammen, das ist der Severin. Hallo, ist Ich der bin Marcel. Marcel, genau, richtig. Und heute machen wir eine kleine, schöne, effiziente Form von Tabata-Training. Ich mag das ja unheimlich gerne, vor allem jetzt zum Jahresende. Nachdem die ganzen Kekse aufgegessen worden sind, wollen wir jetzt die mal wegbrennen. Das machen wir heute. Wir haben hier 8 verschiedene Übungen und immer abwechselnd im ersten Satz Übung 1, dann Übung 2, Übung 1, Übung 2, immer abwechselnd. Also Burpees, Double Burpees, Inspiration von Severin, danke dafür. Walkout, Push-Up und dann wieder Burpees, Walkout, Push-Up, Burpees und immer so weiter, insgesamt 8 Mal. Und dann gehen wir mit dem gleichen Schema zum Übungssatz Nummer 2, 3, 4. Genau, und dann am Ende sollten wir eigentlich ordentlich ganz viele Kalorien verbrannt haben mit einer schönen Nachbrenneffekt am Ende des Trainings. Also ziemlich effizient und ich hoffe mal, dass ich den ganzen Körper jetzt angesprochen habe. Letzten Montag war das ja irgendwie merkwürdigerweise, ich weiß nicht, warum das so war, aber merkwürdigerweise habe ich letzten Montag doch intensiv meine Beine ein bisschen mehr gemerkt. Ich habe keine Ahnung, warum, Ich auch nicht. woran das liegen könnte. Na gut, aber heute sollten wir auf den ganzen Körper abzielen und da wünsche ich dann viel Spaß. Ihr habt bitte eine Matte und entsprechend was zu trinken dabei. Wir haben zwischen den Übungen, Einheiten, haben wir 60 Sekunden Pause und dann ist es genügend Zeit zum Trinken. Gut, okay. Wir zeigen kurz die Übungen und ich zeige das einmal kurz die vereinfachte Version. Der Severin zeigt die schwierigere Version und das ist auf der blauen Matte bei mir. Die vereinfachste ist auf der rosanen Matte. Okay. Wir fangen an mit den Double Burpees. Ich zeige es mal auf dem Schnelldurchlauf, wie ich das mache. Ich springe nicht, gehe einfach runter. Double Burpees heißt zweimal Push-Up. Und wer runter. Genau, Severin macht das Gleiche, nur springt er, hat wahrscheinlich noch die Knie, nimmt da hoch und macht die Push-Ups nicht auf den Knien. Okay? Genau, das ist Severins Variante. Dann haben wir Walkout Push-Up. Das heißt, wir stehen vor der Matte, gehen einmal runter. Und dann Diamond, nach Möglichkeit fasst ihr die Hände nah oder wenn es nicht kann, dann auf den Knien noch. Ja, und dann gehen wir wieder zurück. Das möglichst zügig. Gut, nächste Übung. Ah ja, was haben wir da? Das ist eine schöne Übung, Crunch und dann Heel Tap. Schaut mal her. Da gibt es eigentlich keine großartige vereinfachte Version, vielleicht macht man es ein bisschen langsamer. Ah ja, doch, man kann ein bisschen mit den Händen arbeiten. Die vereinfachte Version ist so: Crunch und dann gehe ich nach links und nach rechts. Und dann wieder Crunch und nach links und nach rechts. Versuchen wir mit der Hand hinten die Ferse zu berühren. Der Severin macht das ein bisschen anders. Er nutzt mehr seine Arme. Die Arme gehen nach hinten und dann macht er einen Crunch. Und dann geht er wieder links und nach rechts. Also er benutzt mehr die Arme. Okay, richtig? Ja, auf jeden Fall. Freust du dich? Ich freue mich tierisch. Genau, das ist Übung Nummer 1. Bicycle Crunch ist Übung Nummer 2. Genau. Und auch für mich ist es ungefähr so ähnlich. Ich werde vielleicht nicht so schnell machen oder nicht die Beine so gestreckt haben auf der rosanen Matte, wie dann selber gegen Vollgas gibt und die Beine bestimmt gestreckt hat. Ja, Genau. ja. Genau. Und dann gehen wir zur nächsten Nummer 3. Die Random Plank. Der Severin und ich überlegen uns dann immer eine Plank-Variante. Also eine Unterarmstütz beispielsweise oder Seitstütz, immer zufällig, was uns gerade im Kopf reinkommt. Und die nächste Übung sind dann Jump-Ins. Das ist diese hier. Jump-Ins eigentlich mit Push-Ups, aber ich habe das jetzt einfach aufgeschrieben ohne. Das ist die vereinfachte Variante, dass wir einmal reinspringen und wieder zurück. Und dann immer nach links und nach rechts wechseln. Okay? Die vereinfachte Variante wäre, dass wir einfach nach vorne springen. So, okay. Während selber nach links und nach rechts nur eine kleine Rotation in der Hüfte auch hat und die seitliche Bauchmuskulatur mehr anspricht. Das ist so richtig. Ja, also, du gehst nur noch mit den Knien noch ein bisschen weiter nach vorne hoch. Ah, okay. So. Genau. Ja, So. ja genau. Du springst so praktisch mit den Knien neben dem Körper hoch. Und dann wieder nach hinten. Ah, und dann wieder nach hinten. Okay. Genau. Auch eine neue Übung für mich. Ich muss ja hier schauen, dass ich das richtig mache, ne? Genau. Und dann gehen wir letzte Nummer 4. Gehen wir nochmal auf die Beinchen und machen Split Jumps. Split Squat Jumps.
Okay, das ist das, was wir, glaube ich, letztes Mal gemacht haben. Das, was dir so gefallen hat? Ja, das hat mir gefallen. So, mit einer Seite. Er will mich heute quälen. Mann. Und der Severin darf da ordentlich springen in die Höhe. Und ich nicht, sondern auf der rosa Matte, da mache ich einfach nur so. Ah ja, okay. Ja? Marcel hat gelernt vom letzten Mal. Ja, wenn der Severin springt. Heute darf ich die Beine kaputt machen. Genau. Gut. Gut. Und also, heute machst du das Känguru, ich nicht. Und ja. Ich glaube, das war's, ne? Hast du noch eine Minute? Oder? Das nee. War der letzte Satz? Genau, letzte Satz ist Split. Split Squat Jumps, dann wechseln wir ab linke Seite, also, Pause, okay. Rechte Seite, linke Seite und so weiter. Gut. Genau, danach sind wir dann auch fertig. Verstanden, glaube ich. So, hast du noch Fragen? Bei den Double Burpees zwei Sprünge auch oder nur ein Sprung? Achso, guter Einwand. Ja. Für Severin zwei Sprünge. Frage nur, ja, in der kurzen ist, Zeit. Das ist, nee, ja. also zwei Push-Ups würde ich sagen. Ne? Push-Ups. Zwei Sprünge muss nicht sein. Also, okay, ein Sprung, zwei Liegestütze. Genau, so machen wir das. Gut. Okay. Sonst hoffe ich, dass wir es verstanden haben. Genau, schnell erzählt. Weil irgendjemand hat sich von uns heute verspätet. So, ich weiß nicht, wer es war. Also, dann legen wir gleich los. Jetzt muss ich noch den guten Timer einstellen. Hoffentlich gelingt mir das auf Anhieb. Warm-up? Ach so, du hast recht. Genau. Severin legt los mit dem Warm-up. Fände ich ganz gut. Ja. Und auf geht's. Okay. Dann fangen wir mit Doppelbändern an. Bin das selber ein bisschen übereifrig. Ja. Gleich mit so einem harten Double-Burpee anfangen, da zerlegt es mich, glaube ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Eieiei. Völlig durch den Wind, der junge Herr. Völlig durch den Wind. Vor allem, wenn ich mich zurück erinnere an das Training von letzter Woche mit Severin. Ich hatte am Dienstag Muskelkater und am Mittwoch. Also das kommt selten bei mir vor. Deswegen vielen Dank an der Stelle. Gerne. Ich weiß sowas sehr zu schätzen. Weiß zu schätzen. Ja. Und versuchst du es heute an mich zurückzugeben, oder wie? Nein. Das ist das okay. Wird nicht passieren. Gehen auf der Stelle, nehmen die Arme hoch und runter. Mal schön in die Streckung. Bin mal gespannt, ob ich das durchhalte. Ja klar, vor allem wegen deinem Wochenende und du hast Muskelkater. Ich habe tatsächlich Muskelkater. Ich habe tatsächlich trainiert. Ja. Wochenende. Aber was er gemacht hat am Wochenende, das... Das erzähle ich euch von einem andermal. Wenn überhaupt, ja. Genau. Okay. Arme kreisen, gegengleich. Also einer nach vorne, einer nach hinten. Ruhig ein bisschen dynamischer. Lass mal auf Temperatur kommen. Also auch so ein bisschen aus dem Körper arbeiten. Ihr seht es, ich nutze die Beine auch so ein bisschen, um die Arme anzudrehen, sag ich mal. Richtungswechsel. Machen ja ganz viele Liegestützen heute. Merkst du das? Ja, das könnte sein. Müssen wir die Schultern ordentlich aufwärmen. Okay, wir machen ein bisschen breiteren Schritt. Und machen Rotationen, also einmal die Richtung, die andere Richtung und dabei auch so ein bisschen in den Ausfallschritt gehen. Also auch ein bisschen runtergehen, bereiten die Beine schon mal vor die tollen Übungen von Marcel. Ja. Die werden sich freuen. Okay. Ja, heute wollte auf jeden Fall selber die blaue Matte haben. Ja. Okay, dann die Beine ein bisschen breiter und schöne Hüftkreise. Das ganze Bewegungsausmaß ausnutzen, was ihr so habt. Wir hoffen, dass das mit dem Timer gut geklappt hat. Letztes Mal habe ein positives Feedback bekommen. Ich hoffe, das ist auch synchron mit uns. Aber ich glaube schon. Richtungswechsel. Wir haben nur heute jetzt die Übungen nicht noch in den Timer integriert. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Kriegen wir nächstes Mal, glaube ich, wieder hin. Aber ihr seht die Übungen ja, die Beschreibung sowieso links und wir erklären es ja sowieso, wie ihr seht, was zu tun ist. Okay, wir gehen in die Kniebeuge. Bleiben da mal ein bisschen. Und wir drehen uns einmal nach rechts und einmal nach links. Und wir gehen hoch und machen das gleich.
Einmal machen wir das Ganze noch hoch, runter. Okay, gut. Passt das oder fällt dir noch irgendwas ein, was gerade fehlt? So? Handgelenke so? Vielleicht noch ein bisschen? Ja, das könnte gut sein. Handgelenke können wir noch ein bisschen kreisen. Nehmen wir die Fußgelenke gleich mit, wenn wir schon dabei sind. Manche Leute müssen ja springen. Ja. Angeblich. Ich hoffe, ich habe die eine Übung noch drin. Mit dem Hüpfen. Ja. Man stützt hüpfen und zur Seite stützt und wieder zur Seite. Stimmt. Okay, gut. Ich mache nur ganz kurz das Fenster zu, ich mache es danach wieder auf. Was? In der Pause. In der Pause? Ja. Ist dir zu kalt oder was? Mir ist zu kalt. Unglaublich. Ich lasse es gekippt. Nee, geht nicht. Gut. Okay, gut, wir können starten. Gut. Ja, wunderbar. Double Burpees. Double Burpees oder zuerst? Ja, die Double Burpees als erstes und... Und Wechsel mit? Dann die Walkout Push-Up Diamond, bitte. Okay. Gut. Ja, Freunde der Sonne, dann wollen wir mal starten damit, ne? Muss ich irgendwo drauf drücken? Ja, ne? Dann machen wir es gleich. Ja, kannst das Fenster hoch und dann so. Einfach und dann geht's. Achso, der legt direkt los, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Also seid ihr bereit? Bereit? Ja. Die Burpees fangen wir an, der Severin legt los für die blaue Matte für richtig Fortgeschrittene und die rosane, das bin dann gleich ich. Und los geht's! Ah, es hat einen. Ne, hat's nicht. Okay. Und Double oder was? Eins. Ja, klar. Zwei. Eins, zwei. Ich muss mal mitziehen, sonst kann ich mir das nicht mehr. Eins, zwei. Also, da habe ich jetzt die Diamond schon gemacht. Toll. Also, Diamond hast du nicht gemacht? Ich habe bei den Burpees schon die Diamond Push-Ups gemacht. Okay, gut. Gut. Dann halt nochmal. Dann müssen wir es gleich nochmal machen. Ja, klar. Kein okay. Problem. Walkout Push-Up. Halt auf zwei, nee. Ey, ich muss das auch zwei, ne? Was? Ich muss das auf den Knien machen. Du? Achso, du aber. Nicht ich. Und geschafft. Und jetzt die Burpees wieder. So. Ach, zwei normale Liegestützen. Wir werden jetzt immer wärmer werden, wir, ne? Ja. Und los. Los geht's. Diamanten, das müssen wir jetzt vergessen. Was? Du auch, du musst es Diamanten machen. Was? Nein, ja, klar. Und dann nicht. Achso, jetzt? Jetzt habe ich schon wieder was. Also ich habe gedacht, jetzt kommt Diamant. Dann mach jetzt Diamant, okay, alles klar. Wenn ich mich vertan, bringe noch Verwirrung für selber reden. Ich komme total durcheinander. Und los. Jetzt sind Diamanten. Würde ich sagen. War das einmal oder zweimal? Einmal! Aha. Ich habe gedacht Double Burpee. Aber doch nicht beim Diamond. Beim Walkout auch oder was? Ja klar. Ach komm. Ja. Gut. Das schaffe ich doch nicht. Und jetzt wieder die Burpees. Ich schlänge mich so ein bisschen. Ja, der schlängelt sich durch. Und los geht's. Ich mache jetzt bei den Burpees normale Liegestütze. Ich habe jetzt. Gut. Und Satz Nummer 3, kann das sein? Ja. Stark. Walkout Push-Up. Und los. Walkout Diamond Push-Up. Ich bin ja nicht wirklich zählt. Eins. Zwei. Genau, und den Diamanten dabei machen. Jetzt noch mal letztes Mal beide Übungen. Schön. Also Severin, ja, atmet schon, sehe ich. Mach ich nie. Ja, los geht's. Ich atme genau nicht. Genau. Überbewertet. Hä? Achso, das ist ja noch Zeit. Aber jetzt,
Workout, einmal Push-Up. Sind wir bereit? Und legen wir los. Vielleicht haben wir jetzt noch 5 Sekunden. Genau, eine ganze Minute. Ich zeige mal gerade nochmal die Übung. Übung Nummer 1 ist diese Übung. Einmal Crunch und dann gehe ich nach links und nach rechts. Und dann wieder Crunch, nach links, nach rechts. Genau. Und die Übung Nummer 2 sind dann die klassischen Bicycle Crunches. Kennt ihr? Diese hier. Genau. Selber wie weiß Bescheid. Wenn ihr nämlich diese Crunches macht, geht ihr mit den Armen nach hinten und dann nach vorne. Nach hinten, so, so greifen und wieder vorne. Genau, ich gebe mein Bestes. Dann legen wir gleich los. Das ist dann Übung Nummer 1. Crunch und Heel Touch. In 10 Sekunden geht das los. Crunch. Genau, crunchen wir uns dahin. Es muss crunchen machen. Richtig. Crunchen sein. Macht euch bereit. 2, 1, los geht's. Ja, möglichst zügig das Ganze. Genau, gut. Und jetzt die Bicycle Crunches. Ah, ein Traum. So, und 2, 1, los geht's. Also ich mache das jetzt auch zügig. Genau. Und noch 5 Sekunden. Bleibt dran. Noch 2, 1. Geschafft. Gut. Ah ja. Schön. Das mag der selber gerne, die Übungen. Total. Okay. Macht euch bereit. Legen wir los. Bei dieser Übung kommen die Schultern nicht mehr auf den Boden. Das ist wichtig. Und jetzt Bicycle Crunches wieder. In 5 Sekunden starten wir. 2, 1, los geht's. Wichtig, versucht, dass der Ellbogen zum Knie kommt. Und dranbleiben. Geschafft. So, ich glaube Halbzeit haben wir, ne? Ja. Das könnte Halbzeit sein. Genau, und jetzt Crunch und Heel Touch. Los geht's. Crunches. Alles klasse. Wir legen los in 2, 1 und los. Sehr gut. Und die letzten Sekunden laufen. Noch 2. Gut. Ich habe gehört, Marcel macht die Übung jeden Tag 5 Minuten. Das stimmt. Am Stück. Auch. Stimmt auch. Und los geht's. Noch 10. Und das gleich haben wir jetzt. Ich glaube, danach sind wir fertig, oder? Ja. Ha, ging aber schnell. Und los.
letzten Sekunden. Gut gemacht. Eine Minute Pause. Und jetzt sind wir als Trainer gefragt. Wir machen die Random Plank, damit fangen wir an. Severin sucht sich eine Plank-Variante aus. Und danach machen wir die Jump-Ins. Würde ich sagen, machen wir Seitstütz. Genau, also bei den Jump-Ins, ich springe immer nach vorne und zurück, während Severin einmal zur Seite hochspringt und zurück und die andere Seite nimmt. Genau. Mach mal ersten Satz Seitstütz rechts, zweiten Satz Seitstütz links und dann läuft der Marcel. Gut, wo machen wir das? Entscheiden. Genau, jeder hat was getrunken, hoffe ich. Dann gehen wir uns langsam gewöhnen wir uns daran, dass es gleich weitergeht. Pinke Matte auf den Knien, den Seitstütz und blaue Matte ausgestreckt. Schön wegdrücken aus den Schultern und die Hüfte hoch und hoch. Hüfte richtig schön hoch. Wer möchte, kann die Hand auch ausstrecken. Und die Hüfte bleibt oben. Na, Halbzeit ist durch. Wer möchte, kann das Bein noch anheben. Muss aber nicht. Da beziehen wir den Fokus auf der Bauchmuskulatur. Gut. Und jetzt die Jump-Ins. Ich nach vorne, selber gehen nach links, nach rechts. Ich hoffe, ich rutsche jetzt hier nicht. Genau. Legen wir los. Sehr schön, macht das selber wie das. Ganz toll. Bücher durch. Hat auch einen tollen Halt mit den Schüchen. Ja. Wenige Sekunden noch. Und jetzt die andere Seite, ja, beim Seitstütz und hoch. Schön halten. Ellbogen befindet sich direkt unter der Schulter. Arm ist gerade. Letzten Sekunden laufen. 2, 1. Dann die Jump-Ins wieder. Jetzt richtig zügig. Macht mal ein bisschen mehr Tempo. Los. Und die letzte Sekunde laufen. 2, 1. Ja, Plank machen wir jetzt. Und zwar die ganz normale Plank. Achte nur, dass der Po und die Bauchmuskulatur angespannt ist und los. Reinhalten, Po anspannen. Schwierigere Variante auf einem Fuß für die Hälfte der Zeit. Und dann wechseln wir das Bein. Ich glaube, jetzt haben wir. Jetzt ist die Hälfte, genau. Ein Bein in die Luft ein bisschen. Einfache Variante wäre auf den Knien nebenbei. Noch einfacher, genau. Genau. Jetzt wieder die Jump-Ins. Ihr kennt das Tempo, jetzt versucht noch mal schneller zu werden. Los! Gut, und Halbzeit. Schön dranbleiben, mitmachen, durchfiebern, kommt. Muss ich mir was ausdenken? Ja. Okay, dann machen wir nochmal die Plank. Jetzt bewegt sich der Ellbogen, drückt sich runter zu den Füßen und die Füße bewegen sich zum Ellbogen. Also. Statisch die. So. Vorstellen, die Matte so zusammengequetscht. Genau. Wie so einen Crunch machen. Genau, ich kann es natürlich viel einfache Variante hier mit den Knien. Schwieriger das, wer möchte. Und geschafft. So, jetzt beides nochmal. Das muss das letzte Mal die hier sein. Genau, Jump-Ins. Und los. Und Halbzeit. Noch 2. Und geschafft. Gut. Schön, Pause. Hey, selber geschwitzt. Ich aber auch.
Das ist ein gutes Zeichen. Irgendwas machen wir richtig. So, jetzt freuen wir uns auf die letzte Übungseinheit. Ich freue mich tierisch. Levering freut sich besonders. Vor allem ohne Pause quasi die Beine durch. Ja, richtig. Gratulation. Glückwunsch oder ja. An diese tolle Idee. Danke, danke. Bedankt euch dann. Danke. Für diesen Herrn. Genau. Ich muss eigentlich sagen, ich habe das gestern gemacht, exakt das gleiche, und mache es heute nochmal. Also das heißt, ich traue es mir zu. Ja, da hat es richtig... Ich habe richtig Power. Wie nennt man das? Euphorisch. Euphorie habe ich da. Okay, aber ich mache es, ich springe ja nicht, ausnahmsweise. Aber der Severin, der springt heute, wie eine junge Gazelle. Okay? Achso, ich mache die Matte weg, brauche ich jetzt nicht. Ja. Auswahlschritt. Und los geht's. Ja, wunderbar, der Severin springt ganz, ganz toll. Oh ja, lieber nicht so. Was ein Sprung. Krass, ne? Welch eine Grazie. Wahnsinn. Er da hinlegt. Sehr schön. Und dranbleiben. Noch zwei. Eins. Gut gemacht. Merkt euch das Bein, gleich das andere Bein kommt nach vorne. Das kriegen wir gerade noch hin, oder? Meinst du, das kannst du dir merken, welches Bein du vorher hattest? Und los geht's. Jawohl. Vor mir sehe ich gerade einen Spiegel. Und da kann ich ihn selber nochmal gespiegelt von beiden Seiten sozusagen sehen. Er macht das mit ganz viel Grazie. Ist das nicht ein Traum? Ja, doch. Wenn man mich von beiden Seiten sehen kann. Ja, ist ein Traum. Träumchen. Beine jetzt ausschütteln, wichtig. Schüttelt die Beine aus, ganz wichtig. In diesen paar Sekunden ausschütteln. Dann merkt ihr wieder das Bein, womit ihr gestartet habt. Ich habe schon vergessen. Los. Genau, so ist gut. Schön macht der Severin das. Ich hoffe, ich bin auch gut zu sehen. Noch 5 Sekunden. Oh Gott. 2, 1. Gut. Und wieder ausschütteln. Macht euch bereit fürs andere Bein nach vorne. In Position. Los. Hey, Severin, deine Sprunghöhe ein bisschen nachgelassen, kann das sein? Nee. Achso. Nee, er macht da richtig gut. Das Knie geht bei Severin ziemlich tief runter und so muss das sein. Echt gut. Noch 2, 1. Gut gemacht. Beine ausschütteln. Und dann das andere Bein wieder vorne. Wir starten. 2, 1. Los geht's. Sehr schön. Gut so, Halbzeit. Haben wir gleich durchgeknallt, diese wunderbaren Übungen. Kommt noch 3, noch 2, 1. Gut. Ausschütteln, andere Beine nach vorne. 5 Sekunden, dann geht's weiter. Und los. Sehr schön. Ganz toll machen wir das. Halbzeit. Gut, noch 5. Jawohl. Nochmal ausschütteln. Gleich sind wir durch. Das andere Bein ist nach vorne. In Position. Los. Genau, schön die Knie fast auf den Boden runterbringen. Wichtig. Und weiter. Letzten 5 Sekunden. Dranbleiben. Nur 2, 1. Gut. Ausschütteln. So. Könnte ja zum letzten Mal sein, oder? Ja. Könnte sein. Und los. Gut so. Jetzt weiter. Halbzeit. Müssten gleich fertig sein. Alles andere wird mich überraschen. Letzten Sekunden laufen. Gut. Gut gemacht. Severin, danke schön. Gut. Jawohl. Danke an alle, die bisher mitgemacht haben. Schön gemacht. Verzeiht bitte, dass wir ein bisschen später angefangen haben.
5 Minuten Verspätung ging auf meine Kappe. Verantworte ich, wirklich. Und ja, aber jetzt haben wir ein gutes Training absolviert. Ich denke mal, ihr müsstet den Körper überall merken. Vor allem die Freunde auf der blauen Matte. Wir müssen gleich mal ein Interview mit Severin führen, was er dazu sagt. Ob das ein bisschen angeschlagen ist, das Training heute. Und wenn ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Genau. Schon mal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt werden wir uns gleich mal etwas dehnen. Genau. Gönnt euch eine kleine Pause, trinkt was. Und dann dehnen wir uns eine Runde. So, wir sagen an dieser Stelle vielen Dank auch an den TSV Starnberg, der diese Räumlichkeiten ermöglicht. Echt, ja, danke. Und genau. In normalen Zeiten machen wir den Kurs ja auch live in Farbe und so weiter. Mit Anfassen sogar. Ja, naja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Gut. Aber ja, genau, also hier TSV machen wir das normalerweise. Wir schauen mal, wann das wieder möglich ist. Und bis dahin sind wir so verblieben und es klappt bis jetzt, glaube ich, ganz gut. Und wenn euch das gefällt, dann gerne teilen oder weitersagen. Einen Termin im Handy einspeichern, ja, jeden Montag 19 Uhr und dann so wöchentlich wiederholen drücken. Genau. 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 19 Uhr plus 5 Minuten Verspätung kann man ja auch noch. Na gut, aber naja, normalerweise nicht. Normalerweise nicht, normalerweise sind wirklich, wirklich pünktlich. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, ist es die Technik. Genau. Die Technik ist immer schuld, ja. Ja. Gut, dann übernehme ich das Dehnen, wenn es dir recht ist. Oder möchtest du? Dann mach du. Ja, ich. Du hast schon was vorbereitet? Nö. Im Kopf so, was wir gemacht haben, ne? Kannst du auch gerne weitermachen. Ja. Wir müssen uns mal darum einigen, wer das Dehnen macht jetzt, ne? Dann machen wir so, Severin fängt an und ich übernehme dann den Rest, okay? Das ist auch umgekehrt. Kompromiss. Ich fange einfach mal an. Gut. Ja? Okay, ich mach's so von der Seite. Wir strecken uns, soweit wie es geht. Das heißt, Hände nach hinten, Kopf auch ein bisschen Wirbelsäule strecken, Brust raus. Und dann gehen wir langsam nach vorne unten. Wir machen die Knie erstmal gebeugt und schaut, wie das zum Boden kommt. Und dann strecken wir nacheinander immer ein Knie aus, dass sie immer so ein bisschen in die Dehnung kommt. Und jetzt mal beide Knie strecken kurz, halten. Ausatmen, den langsam aufrollen und nochmal nach oben. Wir können uns erstmal lang machen und dann noch ein bisschen nach hinten strecken. Okay, hier nochmal nach unten. Erstmal Knie beugen ein bisschen und dann wieder abwechselnd ein Knie durchstrecken. Müsstet ihr die Dehnung immer kurz merken. Und wir lassen beide Beine gestreckt, beide Knie. Kurz ausatmen. Und wir stehen auf. Okay, ganz klassische Dehnung mal Oberschenkel. Auch eine Gleichgewichtsübung ein bisschen. Sucht euch irgendwo einen Punkt. Wichtig, Po ist angespannt. Also nicht so hier rein, irgendwie das Knie ist vorne und vorne beugen. Popo angespannt. Becken aufgerichtet und die Knie sind auf einer Ebene. Knie sind nebeneinander. Kurz noch halten, Gesäß angespannt lassen und langsam rausgehen. Andere Seite. Ganz wichtig bei der Dehnung, wenn ihr das Gesäß entspannt habt, dann merke ich die Dehnung fast nicht. Das kann der Marcel hoffentlich bestätigen. Wenn ihr das Gesäß angespannt habt und das Becken ist aufgerichtet, werdet ihr die Dehnung deutlich stärker im Oberschenkel merken. Stimmt das? Oui, Senior. Sehr schön. Das war, Okay. Dann nehmen wir ein Bein nach oben. Knie zur Brust. Auch aufrecht bleiben, schön groß machen. Stellt euch vor, jemand zieht euch an der Wirbelsäule entlang. Und ihr könnt versuchen, immer noch so ein kleines bisschen mehr das Knie zur Brust zu kriegen. Okay, Seitenwechsel.
es arg wackelig ist, dann guckt auf einen Punkt, konzentriert euch ein bisschen auf den Fuß vom Standbein, wie der arbeiten muss. So soll es nicht ausschauen. Okay, gut, nehmen die Beine ein bisschen weiter auseinander, dehnen die Oberschenkelinnenseite und da könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. Das heißt, Gesäß ist ein bisschen nach hinten, Oberkörper ein bisschen wechseln, einfach mal suchen. Es dehnt dann einfach in verschiedenen Anteilen vom Innenschenkel. Das Bein bleibt aber gestreckt die ganze Zeit. Nicht zu heftig reingehen, Seitenwechsel. Und da auch einfach mal rumprobieren. Seht das bei Marcel ein bisschen besser von der Seite. Oder merkst du es, wie es in verschiedenen Bereichen dann ein bisschen dehnt? Ebenfalls, wechselt. Senior. Wechselt sich. Absolut richtig. Marcel ist ein richtiges Sprachentalent inzwischen. Ja. Ich kann mehrere Sprachen gleichzeitig sprechen. Ja. Okay, wir bleiben so und gehen so nochmal nach unten. Und wir krabbeln von einem Fuß zum anderen langsam. Beine bleiben gestreckt. Kurz bei jedem Fuß einen Stopp einlegen, kurzen Stopp einlegen, Dehnung halten. Rüber. Okay. Und langsam wieder hoch. Und ich übergebe an den netten Herrn. Genau. Neben mir. Der nette Herr zeigt sich von der Seite. Wenn wir jetzt in die sogenannte Kinderposition hineingehen. Und zwar kann die Stirn gerne auf, kann abgelegt werden auf der Matte. Der Po fast auf der Ferse. Und dann krabbeln wir nach vorne, so weit wie möglich, ans Maximum angekommen. Und ihr merkt dann hier so eine Dehnung im Schulterbereich, im Armbereich möglicherweise, vielleicht sogar auch hier im Rückenbereich schon. Und ihr haltet einfach, so weit wie es geht. Die Fingerkuppen drücken in den Boden und ihr haltet. Sehr schön. Und ich mag das, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne krabbeln mit den Fingern. Und unseren neuen Maximalpunkt aussuchen und dann wieder Fingerkuppen in den Boden drücken und ihr habt die Dehnung intensiviert. Noch etwas halten. Und jetzt wieder langsam zurück. Sehr schön. Gut gemacht. Und dann richten wir uns auf, wie der Severin das gemacht hat, am Anfang der Matte. Und stützen uns einmal nach hinten, dabei die Hüfte hoch. Ihr merkt die Dehnung im Quadrizeps nochmal intensiv. Wir haben heute auch eine Menge Beine benutzt, oder? Meinst du? Nö. Nee. Ah. Ich merke gar nichts. Gut. Gleichzeitig habt ihr noch, in der Schulter und vor allem in den Armen noch eine schöne Dehnung. Hüfte dabei hoch. Wunderbar. Und wieder langsam raus. Gut. Noch irgendwas Wichtiges? Wir könnten auch die Arme, bitte aufstehen einmal. Die Dame. Und machen einen Ausfallschritt nach vorne, ganz klassisch. Jetzt noch die Wade nehmen wir mit. Wir nehmen noch die Schulter einmal mit zur Seite hier. Halten etwas. Wechseln. Das Bein. Füße dabei schauen immer nach vorne, geradeaus nach vorne. So, Schulter müssten wir merken, die Wade. Und dann langsam raus, schütteln wir alle Seiten aus. Linke, rechte Seite, Arme, Beine, genau. Und ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut uns gedehnt haben damit. Ja, was sagt waren Sie? Die wichtigsten, ja, Sachen dabei. Okay, gut. Ja, ich glaube, war ein sehr relativ zügiges, also ich sag mal, ein sehr effizientes Training, ja, in relativ kurzer Zeit sehr viel gemacht, sehr intensiv, dann auch immer so ein Wechsel, ähnliche Muskelgruppen, zuerst Oberkörper, dann Rumpfregion, dann, was hat man dann nochmal fast Rumpfregion, oder? Ja, am Ende dann Bauch. So, verschiedene, Beine. Genau, ganz am Ende Beine, mittendrin so die Rumpfsektion, das heißt, wir haben irgendwo alles trainiert und ja, ich hoffe, die Ironie hat man vorhin gehört. Ich habe die Beine doch ganz gut gemerkt. Ja, bei dem Hüpfen, das geht ganz gut, genau, auf die Beinchen. Ja, ansonsten sehen wir uns dann im neuen Jahr, würde ich fast sagen.
Da sind wir auch wieder da. Ich glaube, es ist der 4., kann das sein? Sowas in den Dreh. 4. Januar, wenn ich jetzt richtig geraten habe. Ja, sollte hinkommen. Genau, genau. Ja, dann wünschen wir ein frohes, gesundes, fittes Jahr vor allem. Und ja. Ja. Schlussworte darf Schlusswort, der Marcel noch anrichten. Der kleine Hinweis, bis zum 6.1. haben wir noch diesen tollen Nachlass. Wenn ihr was darüber informieren wollt, lesen wollt, schaut auf der Webseite marcelschade.com unter Aktuelles. Und da ziemlich weit oben müsstet ihr das finden. Winteraktion für unsere und Neujahrsaktion für unsere Freunde. Da findet ihr einen tollen Nachlass, wenn ihr möchtet. Interessiert seid an Personal Training oder an Online Personal Training, dann habt ihr da einen tollen Gewinn für euch. Okay, gut. Dann danke ich dafür. Wir danken dafür. Das tolle Training. Ja. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ins Jahr 2021. Ja. Tschüss.